hier kommen wir zum dritten Grundkommando und das ist das Kommando Pfote geben. Meiner Meinung nach ist das das Kommando, was der Hund am schnellsten erlernt. Es ist auch ganz einfach, dem Hund das beizubringen. Es gibt da auch zwei Methoden dafür. Für beide braucht ihr für den Anfang Leckerlis. Wenn der Hund das kann, könnt ihr natürlich die Leckerlis weglassen und nur mit dem Lob belohnen. Ihr fängt das Üben wieder in einer gewohnten Umgebung an, also wo der Hund wenigstens möglich Ablenkung hat. Bei der ersten Trainingsmethode nehmt ihr von dem Hund die Pfote und gebt ihm dann das Leckerli. Das wiederholt ihr immer öfters. So wird der Hund das automatisch verstehen, dass wenn die Hand kommt, er die Pfote zu heben hat. Also habe ich das Nero beigebracht, aber es gibt noch eine Methode, die eigentlich viel einfacher ist. Dazu müsst ihr einfach das Leckerli in die Hand nehmen, die Hand verschließen und dem Hund das an die Schnauze tun. Wenn er die Pfote hochtut, macht ihr sofort die Hand auf und gibt dem Hund das Leckerli. Am Anfang wird der Hund versuchen, mit der Nase sich zum Leckerli zu wühlen, dann müsst ihr einfach Geduld haben. Meistens ist es so, dass der Hund es dann nach ein paar Mal gecheckt hat, dass wenn er die Pfote hochtut, er auch das Leckerli bekommt. Zeigt es euch noch einmal. Nein. Ihr könnt auch bestimmen, welche Pfote das hochheben soll, indem ihr das Leckerli entweder nach links oder nach rechts zeigt. Ich zeige euch das mal. Fein. Ihr müsst dann die Hand entweder nach links oder nach rechts zeigen. Wenn der Hund das begriffen hat, könnt ihr das Rufzeichen Pfote hinzufügen. Ich zeige es euch mal. Pfote. Fein. Pfote. Fein. Das Sichtzeichen für Pfote ist die ausgestreckte Hand. Ja, fein, klasse. Nach und nach könnt ihr die Leckerlis ganz weglassen und nur mit dem Rufzeichen oder mit dem Sichtzeichen arbeiten. Ich zeige euch das nochmal. Nero, gib Pfote. Ja, fein. Klasse. Wenn das Kommando dann sehr gut klappt, könnt ihr in linke und rechte Pfote umgehen. Also, dass der Hund dann bei Kommando linke Pfote die linke gibt und beim Kommando rechte Pfote die rechte. Oder je nachdem umgekehrt, wenn ihr spiegelverkehrt vom Hund steht. Ich zeige euch das mal. Linke Pfote. Ja, fein. Rechte Pfote. Ja, klasse. Prima. Wenn ihr Fragen zum Kommando Pfote habt, könnt ihr sie mir gerne stellen oder auch das Video bewerten. Und dann sage ich bis bald. Ciao, Leute.